wir starten mal wieder vom Flughafen. Ihr könnt euch schon denken, es wird geflogen. Heute geht's nach Zürich auf die Ludicious. Das ist so eine kleine Spielemesse. Was heißt klein? Die wird schon ziemlich groß. Ich bin gespannt. Wir werden es später sehen. Checke ich erstmal ein und mache mal eine kleine Roomtour. Da bin ich auf dem Zimmer. Ich packe jetzt erstmal aus. Oh, was ist das denn? Was haben wir denn hier? Ein Sweetpad. Cool. Ey, warte mal, das probiere ich jetzt gleich mal aus. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Sweetpad, ne, für mich. So, schauen wir mal. Die Speisen. Ein Salat kostet 11,50, das ist eine Vorspeise. Caesar Salad 13,50, das sind übrigens wirklich Franken und Franken kann man fast 1 zu 1 in Euro umrechnen. Hauptgang 36,50 für gegrilltes Poulet Steakhouse, das ist nur ein Butensteak. Butensteak mit Estragon, Marinade und Bratkartoffeln für 36,50. Wenn ihr generell in die Schweiz fahrt als Deutscher, seid euch darüber bewusst, dass es sehr, sehr teuer ist. Ich habe unten eine Dönerbude gesehen, die hatten Döner für 15 Euro und da stand Spezialangebot, also das ist wohl noch günstig hier. Ja, wisst ihr, bekloppt. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich in Deutschland ein bisschen vorgesorgt. Es ist echt unglaublich, wie teuer das Essen hier in der Schweiz ist. Ich habe schon vor Reiseantritt gesagt, wenn ich nochmal in die Schweiz komme, nach Zürich besonders, dann werde ich mir einen riesen Sack voll Essen einpacken. Zumindest so viel, dass es reicht für 3 Tage. Heute und morgen ist so eine Art Presse-Event bei der Ludicious. Ich werde mir aber eigentlich nur gerne die Spielepräsentation ansehen für die Presse. Ja, und am Samstag fliege ich ja schon wieder nach Hause. Das wird sehr schön, weil Lia und ich haben am Sonntag Jahrestag und dann werden wir erstmal einen ganz entspannten Sonntag verbringen. Der Vicky wird vielleicht streamen und Lia und ich, wir gehen dann ins Kino, in La La Land oder sowas haben wir vor. Ich mache so eine kleine Roomtour mit euch, habe ich gerade beschlossen. Einmal hier ist das Badezimmer. Ey, das ist voll cool, das ist mit einer Glastür, das kann man gerade aufschieben. Huisch, das ist mein Lebensretter. Da kann ich jetzt heiß das Wasser kochen. Und dann wunderbar mich von meinen Suppennudeln ernähren, von meinen heißen Tassen. Okay, ich glaube, ich bin richtig. Aber irgendwie auch nicht so ganz. Wo ist hier die Aufstellung, verdammt? Was ich euch finde? Ansonsten gehe ich wieder zurück ins Hotel. Es ist nämlich arschkalt hier in Zürich, Mann. Von der Ludicious. Ich habe leider nicht so gut geschlafen diese Nacht, den Grund seht ihr hier. Hier wird nämlich gebaut, die ganze Nacht. Und heute Morgen hat vor dem Hotel ein Bus gestanden. Manche, der hat es für nötig befunden, irgendwie mal den Motor auszumachen. Nein, die ganze Zeit im Standgas. Ihr könnt euch vielleicht denken, wie laut das brummt, wenn es direkt vor dem Zimmerfenster ist. Aber egal. So ein kleiner Tipp, wenn ihr in Zürich seid, geht zum Denner. Denner ist ein sehr günstiger Supermarkt, ansonsten werdet ihr hier arm.
müsste man jetzt mit den Gehirnwellen steuern? Also ich fand es ziemlich cool. Das ist mal eine neue Art der Steuerung. Wenn man das irgendwie erweitern könnte, dann wäre das die perfekte Eingabemethode für mich. Einfach denken, was man tun will und man tut's. Ist schon ganz schön dunkel geworden mittlerweile. Ist ja auch 18 Uhr und Winter und Schweiz. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zum Starbucks und da treffe ich vielleicht noch einige von euch. Und ich merke gerade, dass ich meine Mütze nicht aufhabe. So, schon besser. In dem Raum hier werden so die Swiss Games vorgestellt. Das heißt, da sind nur Schweizer Entwickler. Und sie haben das sogar so angeordnet von den Plätzen hier, dass alles regional passend zugeordnet wird. Heißt, alles hier vorne ist jetzt nördlich, südlich, Westen, Osten und so weiter. Das war es im Großen und Ganzen auch schon für den Spielen von der Ludicious. Ich bin jetzt heute noch am zweiten Tag hier, werde mir noch ein bisschen Impressionen holen, noch ein bisschen mit den Leuten quatschen, die das entwickelt haben. Weil da sind saugute Ideen dabei, wirklich. Also die Leute haben sich da wirklich was bei gedacht. Indie-Entwickler müssen ja auch nicht auf Hits achten. Die können einfach machen, worauf sie Bock haben. Und wenn es nicht erfolgreich ist, mein Gott, Hauptsache sie verkaufen ihre Kopien, dass sie davon leben können irgendwie. Das ist heute mein letzter Tag in Zürich. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh. Die Ludicious war super toll. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es waren coole Games, coole Leute. Aber das Hotel. Das Hotel. Durch die Security und dann geht's endlich zurück nach Köln bald. Ah, freue ich mich drauf.